Herzlich willkommen, mein Name ist Doktore und ab geht's. In dieser Folge wollen wir das eigentliche Abspeichern vorbereiten und dazu habe ich nochmal ein paar Änderungen vorgenommen, die ich euch kurz zeigen möchte. Und zwar, Punkt 1, es gibt einen neuen Knopf. Ich habe in unsere Buttonliste natürlich noch ein neues kleines Bildchen eingefügt und diesen Knopf habe ich mit Button Work On benannt und der Tooltip darauf Einträge weiter bearbeiten. Warum das Ganze? Wir schauen uns mal den Code an und Knopf neu habe ich ein bisschen was verändert. Und zwar, wenn man den drückt, soll der Knopf selbst danach unsichtbar werden, weil er hat dann eh keine sinnvolle Funktion mehr. Also habe ich das schon mal geändert. Dann, bei Preview. Wenn wir das Ganze angeklickt haben, möchte ich, dass danach erst, vorher noch nicht, danach erst der Speichern-Knopf sichtbar wird, der Work-On-Knopf, der Open-Knopf soll unsichtbar werden. Und die Tab-Control, die all unsere Eintragfelder enthält, soll erstmal nicht benutzbar sein. Dem Work-On-Knopf habe ich auch direkt ein Event verpasst und da habe ich jetzt gesagt, dass dieser Knopf dann wieder unsichtbar wird, der Speichern-Knopf wieder unsichtbar wird, der Open-Knopf wieder sichtbar wird und die Tab-Control wieder benutzbar wird. Warum das Ganze? Am Code zu erklären ist vielleicht nicht so gut nachvollziehbar, ich zeige es euch mal. So. So fängt unser Programm ja nun mal an. Wir klicken hier drauf, jetzt brauchen wir den Knopf eh nicht mehr. Jetzt gibt es noch den Öffnen-Knopf, das heißt, wir könnten jetzt noch neue Kontakte öffnen. Und wir haben unseren Vorschau-Knopf, sonst noch gar nichts. Wir geben jetzt hier mal irgendwas ein, so dass es keine Fehler geben kann. Dann brauchen wir hier noch was. 17.01.2012. Von mir aus noch das hier. Und wir klicken auf unser Vorschaufenster. Wunderschön. Ja, alles soweit gut. Und jetzt gibt es auch den Speichern-Knopf. Das heißt, so wie es jetzt hier steht, ihr seht, wir können hier unten gerade nichts mehr verändern. So wie es jetzt hier steht, könnten wir es abspeichern. Oder wenn uns das nicht gefällt, weiter bearbeiten. Dann ist aber auch der Speichern-Knopf wieder weg. Warum mache ich das Ganze? Ganz einfach. Wir werden jetzt nämlich gleich eine neue Klasse erstellen, die Klasse Kontakt. Und der wollen wir als Variablen das übergeben, was wir hier gemacht haben, sprich PV. PV wollen wir der direkt dann als Variable übergeben. Und das wollen wir aus dem Grund machen. Hier in dieser Klasse wurde ja schon untersucht, ob das alles regelrecht ist, ob noch irgendwo welche Fehler sind oder. Ihr erinnert euch, wir haben hier unten, wo ist es? Eine private Funktion, unsere Check-Funktion. Ja, die wollen wir quasi nicht umsonst gemacht haben. Deswegen werden wir dieses Objekt, ja, dieses Teil hier direkt an unsere nächste Klasse übergeben. Quasi als Konstruktor, sodass wir da nur eine Variable übergeben müssen und dann nur noch einmal sagen müssen, speichern. Das ist der große Plan und deswegen jetzt auch hier dieser ganze Aufstand, welcher Knopf wann sichtbar ist, nämlich nur direkt nach der Vorschau. Dann soll der Benutzer keine Möglichkeit mehr haben, noch irgendwas zu verändern, dann soll er entweder sagen, ich bearbeite das weiter oder ich speichere das. Ja? Und wenn er es weiter bearbeitet, dann muss er vorher nochmal die Vorschau angucken, dass das Ganze hier wieder abläuft. Ich weiß, kann man natürlich auch anders machen und ist vielleicht auch ein bisschen nervig für den Benutzer mit der Vorschau, aber das hier ist auch nur ein Beispielprogramm und wir wollen natürlich möglichst viel lernen. Deswegen werden wir das Ganze so machen. Jetzt müssen wir aber hier noch unterscheiden, ob dieses Vorschau-Anzeigen erfolgreich war oder nicht. Denn wenn es nicht erfolgreich war, sprich eine Fehlermeldung hier geben würde, dann würde danach trotzdem auf einmal alle Knöpfe fehlen und man könnte nur noch Work-On oder Speichern machen, was natürlich nicht sinnvoll ist. Deswegen möchte ich, dass das hier noch einen Rückgabewert hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Diese Funktion ist aktuell void. Wenn wir die bool machen, mal wieder, dann meckert er jetzt, gibt nicht alles was zurück, so. Und wir möchten, dass sie var zurückgibt, wenn das hier alles ausgeführt wird. Also hier hinter return true schreiben. Und wenn das hier nicht funktioniert hat, ja, wenn dieser if-Block hier fehlgeschlagen ist, dann sind wir hier unten im else-Block und dann sagen wir hier return false. So, hier wird nicht mehr rumgemeckert, wunderbar. Jetzt müssen wir das Ganze hier nur noch abfangen. Und das machen wir wie immer mit einer if-Abfrage.
if in Klammern das hier. Mehr müssen wir da gar nicht schreiben. If true, dann wollen wir das hier haben. Steuerung X. Und else können wir uns schenken, denn bei else passiert einfach gar nichts, dann ist es so wie vorher. Schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. Wir klicken auf neuer Kontakt. Wir geben jetzt hier mal nichts ein. Wir wollen jetzt nämlich einen Fehler haben. Fehler. Nichts passiert. Wenn wir jetzt hier, das ist ja unsere Mindestanforderung, es muss mindestens ein Buchstabe bei Name oder bei Vorname stehen machen, sagt er ja, Datum, aber wir wollen trotzdem fortfahren. Er zeigt uns das ganze Ding an und jetzt sind wir da, wo wir sein wollten. Hier können wir wieder nichts bearbeiten, wir können jetzt nur noch speichern. Wir könnten uns jetzt nochmal die Vorschau anzeigen lassen, macht keinen Sinn, aber das könnten wir halt tun. Oder wir könnten Work-On machen. Und jetzt könnten wir hier auch wieder weiterarbeiten. Okay? Ich glaube aber, das mit dem, das hier, das lassen wir weg. Das macht ja keinen Sinn, das ändert ja nichts. Das machen wir auch noch weg. Wo sind wir? Button Preview, da. Wenn das erfolgreich war, dann machen wir hier noch den Preview-Button weg. List.button. Preview visible gleich false. Und dann müssen wir natürlich jetzt bei Work On auch wieder auf true setzen. This button preview visible gleich true. So, ein letzter kurzer Test und dann machen wir endlich unsere neue Klasse. Schauen wir mal, so, Knopf ist weg und beim Weiterbearbeiten ist der Knopf auch wieder da. So möchte ich das Ganze haben und ja, das war's auch schon. Wir erstellen uns jetzt also unsere neue Klasse. Wir gehen hier oben wieder auf Telefonbuch, Rechtsklick, Hinzufügen, Klasse. Und die nennen wir mal Kontakt. So, unsere Klasse Kontakt, die muss natürlich public sein, dass wir die von außen sehen können. Und auch hier erstellen wir uns jetzt als allererstes mal einen Konstruktor. Ihr erinnert euch, ein Konstruktor, wie das Ganze funktioniert. Das Teil ist public, man muss es hier sehen können. Jetzt nichts, nur Kontakt hinschreiben. Also so wie unsere Klasse heißt. Und jetzt kommen die Parameter, die an diesen Konstruktor übergeben werden sollen. Und das ist einmal Preview P. Mehr nicht. Das ist alles, was wir übergeben wollen. Quasi eine Variable P vom Typ Preview. Also quasi das Preview-Objekt, was wir uns erstellt haben. So, und damit dieser Konstruktor auch irgendwie Sinn macht, brauchen wir hier drin natürlich jetzt erstmal wieder eine ganze Menge Variablen. Und zum Glück haben wir hier schon ein paar. Die kopiere ich mir jetzt einfach mal alle, und zwar genau die aus Preview, und dann müssen wir nur noch ein paar rauslöschen, denn wir brauchen die nämlich gar nicht alle. So, zum Beispiel, was brauchen wir nicht? Wir brauchen hier nur die Int-Werte, hier die Strings, die brauchen wir erstmal nicht. Das Image, das kommentiere ich erstmal aus, denn wie wir das mit dem Bildspeicher machen, das überlegen wir uns später noch, aber das werden wir dann trotzdem nehmen. Ein String als Birthday brauchen wir nicht, wir haben nämlich das Datetime als Birthday. Die hier können wir mal da unten mit hinpacken, denn so einen richtig Konstruktorvariablen haben wir hier nicht mehr. Damit hin, mal sehen, haben wir sonst noch irgendwas, was wir nicht brauchen? Nee, ich glaube, der Rest ist so, wie er sein soll. Okay, sehr gut. Die sind alle private, das ist auch okay, denn die machen wir, die geben wir gleich in unserem Konstruktor an. Tja, aber wie wollen wir jetzt aus diesem P das Ganze machen? Dafür müssen wir leider in unserem Preview die Variablen ein bisschen verändern. Und zwar dürfen die nicht private sein, sondern müssen, es gibt nicht nur private und public, sondern auch noch andere, protected und internal sein. In unserem Fall brauchen wir internal.
Internal erinnert stark an intern, ja, daher kommt es auch. Intern bedeutet, auf diese Variable kann jetzt alles innerhalb von unserem Programm, von dem gesamten Programm, also innerhalb von Telefonbuch zugreifen. Und so möchten wir das auch. Jetzt können wir zwar auch leider, aber das lässt sich nicht vermeiden, hier auf diese Variable zugreifen, ja, pv. Und dann sehen wir sie hier. Aber das lässt sich nun mal nicht ganz vermeiden. Also es ginge auch anders, aber das wäre unnötiger Aufstand. Deswegen müssen wir jetzt hier die Variablen alle als internal bezeichnen, die wir später auch wirklich sehen müssen. Und das sind einige. Ich mache das Ganze einfach mal. So, ich habe jetzt also fast alle als internal genommen, bis auf die, die wir letztendlich nicht brauchen. Das sind hier diese Strings von der Vorwahl. Und hier oben der String Birthday, den brauchen wir nicht, dann nehmen wir direkt das Datetime teil. Ansonsten sind die jetzt alle internal deklariert. Und wir können uns hier wieder dieser ganzen Sache zuwenden. Das hier nehme ich schon einmal mit auf und das erkennt er nicht, denn da fehlt ihm ein Verweis. Wenn ihr da draufklickt, kommt hier irgendwann so ein Teil und Using System Draw hinzufügen. Dann steht hier oben ein Using. Das ist quasi auch so etwas wie eine Klasse, die wir jetzt mitbenutzen. Und in dieser Klasse gibt es halt dieses Image. Gut, aber dazu wie gesagt später mehr. Und jetzt können wir auch unseren Konstruktor schreiben. Und zwar mit this.sname gleich p.sname. Ihr seht also, wir können jetzt mit einer Variable trotzdem auf alle Sachen, die als Preview mal gespeichert worden waren, unter diesem Objekt zugreifen. Und das ist natürlich einiges an Arbeitserleichterung für uns, denn wir müssen jetzt, wenn wir hier Kontakt einmal aufrufen, nicht wieder alles übergeben, sondern nur das Preview, was wir ja eh schon haben. Da haben wir ein Objekt von erzeugt. Gut, ich mache das jetzt hier mal für alle anderen Sachen auch. So, auch hier habe ich erstmal das Image noch rausgelassen, also das Bild, alle anderen habe ich jetzt einfach mal so übernommen. Hier auch die Int, ja. Und damit haben wir jetzt unseren Konstruktor hierfür schon fertig. So, und letztendlich werden wir dann hier eigentlich nur noch eine Funktion brauchen, die uns dann letztendlich erlaubt, ja, den Kontakt tatsächlich zu speichern. Die nennen wir mal public void, die muss ja wieder mal nichts zurückgeben. Public void save contact. Ja. Und hier werden wir dann letztendlich das eigentliche Speichern irgendwann ausführen, aber nicht in diesem Tutorial. Das würde uns dann doch ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen. Das können wir noch kurz kommentieren. Konstruktor für den zu erstellenden Kontakt und Preview Objekt, welches gespeichert werden soll. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das Ganze dann auch hinkriegen. Wir haben jetzt hier ja ein Preview Objekt erstellt mit dem Namen PV, das aber nur innerhalb von diesem Button, innerhalb dieser geschweiften Klammern sichtbar ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal versuchen, bei Work On hier unser PV zu benutzen, dann gibt es das nicht, kennt er nicht. Das ist natürlich doof, denn letztendlich ist der Plan, wenn man auf den Speichern-Knopf drückt, dieses Teil hier nochmal zu benutzen, denn genau dieses Teil mit dem Namen PV, das ist das, was alle unsere wichtigen Informationen enthält. Und wie machen wir das Ganze? Über Variablen. Wir erstellen nämlich einfach eine Variable,
eine öffentliche. Also, die hier sind alle öffentlich, da kann jetzt, auf die können wir ja von überall aus zugreifen. Und die nennen wir, oder das ist, die ist vom Typ Preview. Und die nennen wir jetzt PV. Und PV, das ist jetzt hier die gleiche. Die erstellen wir hier genauso, da müssen wir hier jetzt nichts dran verändern, aber jetzt können wir sie auch woanders benutzen. Zum Beispiel jetzt in unserem Weiter bearbeiten Button. Da können wir hier PV genauso benutzen. Ja? Und das ist gut, denn dann können wir das nämlich auch als Variable übergeben. So. Und jetzt ist es soweit. Wir nehmen unseren Speicherbutton zur Hand und verpassen dem ein Event. Wir doppelklicken also drauf. Das schmeiße ich hiermit zu den Knöpfen irgendwo rein. Speichern Knopf. Knopf. Sieht irgendwie komisch aus. So. Und was wollen wir jetzt hier machen? Beim Speichern-Knopf soll vom Prinzip her das passieren. Wir wollen ein neues Objekt vom Typ Kontakt herstellen. Also Kontakt nennen wir einfach mal K gleich New Kontakt. So, und jetzt haben wir wieder unseren Konstruktor geschrieben und das erwartet ein Preview-Objekt P. Und, welch Wunder, wir haben da gerade eins zur Hand, nämlich das PV, was wir in der Preview erstellt haben. Und alles, was wir dann noch machen müssen, ist hier K. Und die einzige Funktion, die dieses Teil bisher hat, Save Contact auswählen. Das war's eigentlich auch schon. Natürlich passiert da aktuell noch nichts, ja, weil Save Contact noch nichts macht. Aber wie gesagt, das werden wir in einer anderen Episode sehen. Und vom Prinzip her, wenn da jetzt was drin stünde, wären wir damit eigentlich auch schon fertig. Dann bliebe letztendlich nur noch dieser Öffnen-Knopf und dann ist unser Programm auch fertig. Für jetzt war's das aber erstmal. Mit freundlichen Grüßen, euer Doktore.